So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge des FIFA 14 Ultimate Team WM Add-ons. Und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit dem Viertelfinale unseres zweiten Turniers, wenn man so will. Das erste mit den Europäern haben wir nicht ganz so erfolgreich gestalten können. Momentan sieht's aber relativ gut aus. Zuletzt im Achtelfinale mit 4:3 gewonnen. Es war am Ende doch ein bisschen spannender, als wir es hätten machen müssen. Hätten früher vielleicht das dritte Tor erzielen können, dann wäre alles ein bisschen einfacher gewesen. Aber hätte, wenn und aber, das Leben spielt sich nicht im Konjunktiv ab oder wie man so schön sagt. Wir gucken nochmal ganz schnell rein in die Gruppenphase. Da hatten wir ein 1:0, ein 5:2 und ein 1:3 in der Partie, wo schon alles vorbei war. Da haben wir auch ein bisschen versucht zu skillen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber auch schon ein bisschen wieder her. Und natürlich will ich jetzt auch, ich habe es am Ende der letzten Folge nochmal angesprochen, heute drauf eingehen auf das Ende dieser Serie, damit das auch wirklich jeder mitbekommt und ihr euch nicht fragt, hä, wieso ist jetzt auf einmal die Serie vorbei? Ich möchte aus diesem Projekt, sprich aus dem FIFA 14 Foot WM Projekt, zwei weitere Projekte machen. Momentan ist das ja mehr so, ja, einfach irgendwas spielen, mal ein Pack-Opening reinschmeißen, irgendwelche Teams zusammenwürfeln und so weiter und so fort. Und das möchte ich so ein bisschen mehr gliedern, sprich zwei Projekte machen, wo man wirklich eine Serie im Hintergrund hat, wo man wirklich bestimmte Vorgaben hat und so weiter und so fort. Die aber wiederum genau das, was wir bisher gemacht haben, verkörpern. Also an alle, die dieses Projekt richtig cool fanden, es wird sich eigentlich so gut wie nichts ändern, außer dass es auf zweimal aufgeteilt ist und man dort auch jede Nation so ein bisschen durchgeht, unter anderem, beziehungsweise sich einen Spieler raussucht und mit ihm dann ja so ein bisschen die WM genießt, sprich eine Road to Glory. Also das ist so das Ziel, was ich vorhabe. Mal gucken, wie wir es genau umsetzen werden. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, damit ihr euch da nicht wundert, wenn es irgendwann zu Ende ist. Die Serie wird vorbei sein, wenn wir ein Spiel verlieren, sprich könnte theoretisch schon heute sein, wenn wir das Viertelfinale verlieren sollten, oder alle spätestens, wenn wir den Titel gewinnen, sprich dann nach dem Finale. Das wäre natürlich ein richtig geiler Abschluss, wenn wir das packen sollten. Und die Mannschaft, ihr habt es mitbekommen, im letzten Part war es, haben wir es ja nochmal so ein bisschen upgegradet mit James Rodriguez, mit Cuadrado unter anderem, mit Mascherano, hinten mit Dante, mit Godin und wie sie nicht alle heißen. Von dem her haben wir da, glaube ich, ein richtig gutes Team beisammen. Und die Latenz, geht die noch hoch? Ich breche mal lieber ab, nicht, dass wir da eine schlechte Latenz haben. Und dann haben wir dann, denke ich, eine richtig gute Truppe, um relativ weit zu kommen. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hoffentlich einen Gegner finden werden. Und dann geht's richtig los. Das erste Spiel nach dem Urlaub sozusagen war ja gar nicht so schlecht. Jetzt zuletzt das 4:3. Vielleicht können wir uns nochmal ein bisschen steigern. Wäre cool, wäre wichtig. Ich glaube nicht. Der Gegner, der war zwar gar nicht so schlecht im letzten Part, aber er war auch nicht wirklich übertrieben. Von dem her, wenn da noch ein Ticken besserer kommt, dann wird es schon richtig schwierig. Müssen wir mal schauen, dass wir das unter den Hut kriegen. Aber jetzt suchen wir erstmal den Gegner. Und das kann dauern, Freunde. So, jetzt vielleicht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Spielt denn keiner gerade? Latenz, geht die noch ein bisschen hoch oder nicht? Ich trau mich nicht, Freunde. Ich trau mir nicht. Ich guck mal auf die Uhr. Jetzt ist gerade 12 Uhr am Mittag. Gut, wir haben Mittwoch heute. Aber ich denke doch, dass einige frei haben werden. Von dem her weiß ich nicht, warum wir jetzt nichts finden. Jetzt hat. Oder? Ging doch relativ flott. Wieder der. Na ja, komm, dann probieren wir es, bevor wir jetzt da ewig rumsuchen. Wird schon gut gehen, hoffe ich jetzt einfach mal. Gegen Sefton Town. Mal schauen, eher zuletzt. Das sieht man gar nicht. Oh, eine 21er Chemie hat der. 75er Bewertung. Was ist denn das? Wie weit ist der denn gekommen? Mit David Luiz. Boah, da kenne ich viele gar nicht. Krasser Shit. Krasser Shit, Freunde. Nani hat da vorne den Sturm reingestellt. Wer der aus Nigeria ist, weiß ich nicht. Huiuiui, also ich bin gespannt. Hoffentlich leckfrei und mal gucken, wie das Ganze dann heute aussehen wird. Nee, der spielt schon gar nicht mit. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht als irgendwie Niederlage gewertet wird oder sonst was. Das wäre sonst richtig bitter. Nee, einfach als nix. Okay. Also von dem her alles in Ordnung. Dann suchen wir halt doch mal einen, Freunde. Dann suchen wir nochmal einen und dann würde ich fast sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich jemanden gefunden habe. So, meine Lieben, und damit seht ihr, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, Freunde. Ich habe jetzt wirklich 10-mal am Stück gesucht und immer wieder denselben Brasilianer von vorhin gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob es da momentan nur einen gibt, der da FIFA spielt oder ob mir da das Spiel irgendeinen Streich gespielt hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gegner, einen Holländer. Mal gucken, was er für eine Truppe hat. Courtois, Johnson, Chiellini, Cahill, Janssen, Büstrow, Schweinsteiger, Pogba, Schürrle. Weiter bin ich nicht gekommen, unter anderem aber vorne wieder The Beast, Mario Balotelli mit dabei. Von dem her gehen wir es an, Viertelfinale. Mit Südamerika, mit unserer Truppe hier gegen die Holländer. Die Holländer, die gut reingestartet sind ja in die WM, was jetzt zumindest das echte Spiel angeht. 5:1 gewonnen, weiter bin ich noch nicht. Also heute Abend spielt Holland gegen Australien. Dann wisst ihr ungefähr, wann ich das aufgenommen habe. Heute Abend ist das zweite Gruppenspiel der Holländer. Die natürlich jetzt, ja, bin ich mal gespannt, wie sie spielen werden. Nach dem 5:1, ob man da vielleicht, ja, zum einen natürlich Selbstvertrauen wird man haben, aber ob das dann alles so klappt, ist die andere Frage. Balotelli mit dem ersten Schuss geht dann doch ein Stückchen über den Kasten. Da hinten müssen wir mit Muslera gar nicht eingreifen. Nee, aber ob man das Selbstvertrauen mitnehmen kann, wie das so ein Feuerwerk abbrennen kann,
oder ob dann doch mal vielleicht nicht so viel geht, was ja häufiger mal der Fall ist nach so einem hohen Sieg, dass man dann doch irgendwie so ein bisschen gehemmt wirkt. Bin ich mal gespannt. Aber gut, wir widmen uns dem Spiel. 6 Minuten rum. Johnson da unten. Jetzt erst mal im Ballbesitz. Versucht die Flanke zu bringen. Das ist allerdings super gemacht. Und Dante, weiß nicht, wo er da rumeiert. Mit dem perfekten Ball allerdings dann fast nach vorne, du. Mein Lieber. Gut von Luis Gustavo. Jetzt war er im Abseits der Quadrado. Ein Ticken zu spät gespielt. Einen kleinen Ticken. Sonst wäre da mehr gegangen. Oder ich hätte ihn irgendwie nach ganz unten ziehen müssen. Wäre auch eine Möglichkeit. Schweinsteiger. Pogba. Gut. Aufgepasst. Und jetzt muss er durchgesteckt werden, der Ball. Er wird zwar durchgesteckt. Und wir haben ihn nochmal mit James Rodriguez. Das dauert zu lang. Ich wollte ihn nach unten chippen. Hat nicht funktioniert. Mascherano. Flanke. Spitze. Und der ist nicht drin. Courtois mit der ersten großen Glanztat da. Schade. Riesenmöglichkeit, um das 1:0 zu erzielen. Es hat nicht funktioniert. Marcelo macht das überragend gegen Büstrov. Wunderbar. Langer Ball. Schön nach vorne gelegt. Ja. Di Maria. Pogba holt ihn sich wieder. Schweinsteiger. Nach vorne gelegt. Da ist André Schürrle. Schürrle. Gerade noch so von Cuadrado. Und es gibt den Abstoß. Alles Knorke. Alles wunderbar. Also 15 Minuten rum. Der Gegner fordert uns kräftig. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Di Maria. Guter Ball auf Alexis Sanchez. Der kann sich allerdings nicht so wirklich durchsetzen. Courtois mit dem langen Ball nach vorne. Haben wir wieder. Super gespielt. 1:0 Alexis Sanchez. 18. Minute. Nass reiner Spielzug zum 1:0 im Viertelfinale der WM. Es sieht gut aus, dass die Reise noch ein Stückchen weitergeht. Dass sie nicht im Viertelfinale unter den besten 8 letztendlich vorbei ist, sondern dass wir da noch ein bisschen mehr genießen dürfen. Aber es sind auch erst 18 Minütchen gespielt. Wir haben noch ganz, ganz viel Zeit, die wir rumkriegen müssen und die der Gegner natürlich auch Zeit hat, ein Tor zu machen. Johnson wieder gegen Marcelo. Johnson ist schneller. Marcelo kommt nicht hinterher. Die Flanke in die Mitte. Wir sind da. Und Balotelli macht den nicht rein, aber abseits. Boah. Freunde, das war knapp. Also, so knapp war es nicht, aber Gott sei Dank ist es kein Tor, meine ich. Abseitsposition da vorne. Und damit bleibt es beim 1:0. Das wäre natürlich der schnelle Gegentreffer gewesen. Einer, den wir hätten vermeiden wollen. Und der jetzt, Gott sei Dank, wieder nicht eintritt. Freunde, er macht gleich mal kräftig Druck. Nach dem Führungstreffer von uns. James Rodriguez, gut gespielt. Sanchez, hoch nach oben auf. Cuadrado, wunderbar. Cuadrado. Super Ding, der Kopfball kommt nicht durch. Gustavo! Und Rodriguez versucht es mit dem Lupferball allerdings im Abseits. Boah, der Ball von Gustavo, der war, glaube ich, nicht so schlecht, Freunde. Das war ein Pfund. Das war ein kräftiges Pfund. Und vielleicht macht er den Fehler. Nein, macht er nicht. Er schlägt ihn nach vorne. Aber da ist auch jemand von uns, der das spitzenmäßig macht. Und Sanchez wird aber mal kräftigst von hinten gelegt. Das muss die gelbe Karte geben. So schaut's aus für Bastian Schweinsteiger. Klares Foul da. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. So darf er dann nicht in den Zweikampf gehen. Mal gucken, aber ich glaube, das war ein bisschen weit, um da mal drauf zu halten. Wobei ich die letzten beiden Freistöße in der letzten Partie relativ gut geschossen habe für meine Verhältnisse. Rodriguez. Oh, schade. Schnell gespielt. Ich habe erst überlegt, ob ich den gleich in die Mitte zu Cuadrado, glaube ich, war es, prallen lasse. Habe ich mich dann aber nicht getraut. Wäre vielleicht sogar gegangen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jansen, zurückgelegt. Vorne ist Balotelli, da müssen wir ran. Der spielt gute Bälle und er ist gefährlich vorne. Diego Costa, der nächste Mann, der robust gefährlich und so weiter und so fort ist. Und was ist denn das? Bitte für eine überragende Rettungstat. Und wunderbar von Gustavo. So, jetzt muss es schnell gehen. Luis, Gustavo. War es jetzt abseits? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon, oder? Nein, Di Maria, super, 2:0, 31. Minute. Blitzsauberer Konter nach vorne. Keine Abseitsposition der Ball im richtigen Moment gespielt. Und damit das 2:0, meine Lieben. Das ist ein guter Start. Und er wird weiter aufmachen müssen, wenn er hier was reißen will. Und das gibt ganz, ganz viel Räume für uns. Und wir können gut kontern, das wissen wir. Schnell nach vorne umschalten. Das ist unser Spiel. Büstrov kommt da nicht an den Ball. Gut gemacht. Di Maria, der Torschütze von eben. Und dann das V-Spiel. Und Schweinsteiger fliegt jetzt vom Platz. Gelb-Rot, gerade noch gelb gesehen. Also das ist ganz, ganz bitter. Das ist richtig bitter. Für unseren Gegner ähnliches Spiel wie wir gegen Portugal. Von dem her auch ein Mann weniger, auch relativ früh
schon weit hinten und Dante hat jetzt sogar die Chance, noch was zu machen. Schafft er nicht. Schürrle. Trotzdem müssen wir aufpassen. Angeschlagener Boxer und so, ihr kennt den Spruch. 35 Minuten sind rum. Diego Costa. Und die ist super und der ist drin. Da haben wir keine Chance. Balotelli in der Mitte mit dem 2-1. 37. Er ist wieder da. Gerade spreche ich es an. Aber ab dem Zeitpunkt, ja, wo Costa da unten durch ist und Balotelli in der Mitte ist, kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, weil das kannst du nicht verteidigen, Freunde. Da war es dann schon zu spät. Cuadrado. Mascherano. Oh, wird das fast schon so ein bisschen gefoult, meiner Meinung nach. Holt ihn sich nochmal. James Rodriguez. Mascherano. Oh, kriegt den Ball auch nicht durch. Jetzt bitte aufpassen. Costa durchgesteckt, aber den haben wir. Gegen Balotelli. Und den können wir auch wieder super klären. Gleich das Spiel aufgebaut. Cuadrado. Alles noch im Butter. Alles in Ordnung. Luis Gustavo. Oh, wie will er den denn durchstecken? Aber der kommt sogar ganz gut. Der war gar nicht so verkehrt. Dachte erst, der kann nicht gehen. Aber er ging. Gustavo, was ein Ding. Und der Keeper holt ihn raus. Leck mich fällt Courtois mit einer Riesenparade. Gustavo aus knapp 30, 35 Meter zieht da mal ab. Und der Ball, der senkt sich hinten super runter. Courtois kommt gerade noch hin. Gibt die Ecke. Angel Di Maria. Di Maria. Dante frei. Dante fast überragend. Zur nächsten Bude. Und jetzt haben wir ihn. Cuadrado, mach ihn, er macht ihn. 3-1, 44. Minute. Wieder mit zwei Toren vorn. Cuadrado hat sich gelohnt, dass wir ihn da ins rechte Mittelfeld stellen für Lukas. Ganz, ganz stark sich durchgesetzt. Und abgeschlossen zum nächsten Türchen, Freunde. So muss das sein. So muss Fußball sein. So macht Fußball und FIFA Spaß. Ganz, ganz stark, wie wir da momentan spielen. Da kommt man leider nicht ganz ran. Godin. Aufgepasst. Schürrle in die Mitte gelegt. Balotelli, super gespielt. Dante, beziehungsweise Gutin was, glaube ich. Der da ist. Rodriguez. Schau oben. Ball war nicht gut. Und da ist Mascherano. Aber der Ball geht dann doch ein Stück vorbei. Also ich denke, eine verdiente Führung zur Halbzeit, die wir haben. 9-3 Schüsse. Das spiegelt auch genau das Ergebnis wieder. Wenn man es runterbricht, hat jeder seinen dritten Schuss gemacht. Und dem her alles in Ordnung, aber noch ist nicht Halbzeit. Balotelli! 45. Minute, von wegen 3-1 zur Halbzeit. Er macht die Bude. Wieder Mario Balotelli, komme ich nicht ran. Da komme ich nicht mehr hin und dann stießt er das super ab. Mal gucken, vielleicht machen wir ja auch noch eine Kiste hier. Das wäre ein Ding. Die Maria, Ball ist beim Gegner. Und jetzt ist Feierabend, also 3-2 nach 45 Minuten. Viele, viele Tore. Schweinsteiger mit Gelb-Rot vom Platz. Danach ist er aufgewacht, unser Gegner. Wir trotzdem, denke ich, verdient vorne von den Chancen her. 9 Schüsse, 6 davon aufs Tor. Er mit 4 und 3 auf den Kasten von Muslera. Also von dem her, es wird nochmal spannend. Denn von verdient können wir uns nichts kaufen, wenn wir am Ende doch verlieren. Beziehungsweise nicht verdient, sondern überlegen. Das bringt uns dann auch nichts. Wenn du die Buden nicht machst. Ganz schlechter Ball, aber kommt an. Die Maria verliert ihn dann doch. Diego Costa gerade noch so geblockt. Jetzt muss es mal wieder ganz, ganz schnell gehen. Und es geht schnell, aber Mascherano ist nicht unbedingt der Flügelflitzer vor dem Herrn. Büstrov. Durchgesteckt, den sollten wir kriegen. Mit Dante. Jawohl. Und der Keeper wieder super von Muslera. Nicht einfach blind nach vorne geschlagen, sondern den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Schöner Pass. Jawohl. Jawohl. Di Maria, Angel. Di Maria! 4-2, 51. Minute. Mal wieder der 2-Tore-Vorsprung hergestellt. Das ist ja unfassbar, Freunde, oder? Das ist ja unfassbar. Jedes Mal abwechselnd hier die Tore, die fallen. Wunderbar. Alles wieder in Ordnung. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. 4-2. Beruhigt einen dann doch ein bisschen mehr, wenn du mit 2 Toren führst. Und jetzt Cuadrado, Grätsche, beziehungsweise Tackling. Geht dann leider nur auf den Mann. Dachte, da komme ich noch hin. Diego Costa nach vorne gelegt. Schürrle, jetzt kommt nicht bitte wieder er. Sonst wird das ein hohes Ergebnis hier. Schürrle, das gibt's doch gar nicht, Freunde. 54. Was ist denn hier los? Hätte ich nie gedacht, dass er den auch noch von da reinkriegt. Aber Schürrle macht das super. Kriegt die Bude unter. Meine Güte, beziehungsweise die Kirche. Also alles wieder offen. Das ist ja ein reines Spektakel für den Zuschauer. Aber ich hätte lieber ein paar weniger Tore und dann doch etwas überlegereneres. Ihr wisst, was ich meine. Langer Ball, Cuadrado. Setzt sich gut durch. Da muss er doch den Freistoß geben, oder? Da wurde doch klar abgedrängt.
Gibt er nicht, der Schiri. Oh, was denn ein Fehler, Diego Costa. Nein, 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 wäre das bitter. Wäre das bitter. Pogba. Und jetzt weg damit. Alter, wäre das bitter gewesen, nach so einer FIFA-typischen Aktion da das Tor zu kriegen. Wo wir nichts dafür können. Cuadrado geht. Cuadrado hat Platz. Cuadrado hat viel Platz. Cuadrado kann sie nicht durchsetzen, holt aber zumindest die Ecke raus. Nach 60 Minuten. Also unser Gegner, der gibt nicht auf. Nie und nimmer. Der fightet bis zum Ende. Und muss jetzt wieder mehr tun, leider nicht. Ball geht knapp drüber. Luis Gustavo da, der Bayern-Spieler, beziehungsweise Ex-Bayern-Spieler. Mittlerweile ja beim VfL Wolfsburg. Unter Vertrag, schon ein bisschen länger. Mit dem Kopfball, der über den Kasten geht. Bös drauf. Ja, gut von Di Maria. Stark. 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 Alexis Sanchez, da muss ich noch einen Schritt gehen. Mann, es wäre mal wieder so wichtig gewesen. So, jetzt mal ein bisschen kürzer. Di Maria, der ist gut. Der ist gut, aber da kommt keiner hin. Und jetzt gibt's die Konterchance. Diego Costa. Komm, Cuadrado, wieso kommt er da nicht ran? Nein. Diego Costa, da muss Dante da sein. Oh, ein Mann gegen alle und er setzt sich fast durch. Gut, hopp, hopp, hopp. Jawohl, gerade noch so. Super. Super, fast. Fast super, Freunde. Das gibt's nicht. Es fehlen gerade immer ein paar Zentimeterchen und wir brauchen jetzt mal wieder das nächste Tor. Dass hier alles so ein bisschen wieder ruhiger abläuft. Mascherano. Oh, der Ball war sehr steil, aber den haben wir. Mit Sanchez. Oh, und den kriegt er geklärt. So, ich muss ein bisschen auf Defensiver gehen, Freunde. Haben wir wieder. Gut antizipiert von Godin. Der Ball war nicht gut genug. Den kann er besser spielen. Da war noch ein bisschen Platz für die Kulle. Dante. Sanchez. Jetzt hat. Perfekt. Di Maria wieder nicht drin. Cuadrado nochmal. Oh, was war das? Nix wirklich Gutes. Alter, wieso krieg ich den Mann nicht richtig? Schürrle. Oh. Haben wir den? Haben wir nicht? Jetzt haben wir ihn. Das wird nochmal ganz, ganz lustig werden hier. Sanchez. Sanchez. Oh, ich wollte auch den anderen schicken, Mann. Schade, schade, Freunde. Boah, gibt's hoffentlich hier das Erreichen des Halbfinals. Ich will dieses Projekt noch nicht jetzt beenden. Mit einer Niederlage heute. Sondern mit einem Titel. Das muss und wird das Ziel sein. Ganz klar, das ist ein gelungenes Ende dann. Beziehungsweise, es ist ja kein wirkliches Ende. Es geht ja mit diesem Spiel, mit diesem Modus gleich weiter. Aber das Projekt an sich ist vorbei. So, guter Ball auf Mascherano. Zurückgelegt. Cuadrado kann sie nicht durchsetzen, holt den Einwurf raus. Ist alles kostbare Zeit für uns. Von dem her absolut in Ordnung. Cuadrado. Cuadrado, wäre ich sogar schon durch gewesen. Mensch, das, wenn man immer vorher weiß, dass der da so komisch läuft. Schürrle kommt da noch ran, hat ihn noch. Cuadrado, spitzenmäßig, wie er da noch mit zurückarbeitet. Sanchez, kein Abseits von James Rodriguez. Und der geht der noch? Der geht nicht rein. Mensch, es wäre die Entscheidung mittlerweile. 80. Minute, wobei so sicher können wir uns da auch nicht sein. Aber es wäre so dermaßen wichtig, jetzt die Bude zu machen. Durchgesteckt, den haben wir. Zurück zum Keeper und ab nach vorne. Er hatte nicht mehr jetzt so viele Chancen in den letzten Minuten. Aber es reicht eine einzige, um das Spiel wieder offen zu gestalten, Freunde der Nacht. Marcelo braucht zu lang. Diego Costa, 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Und er ist da. Fernando Muslera sieht oben wieder den freien Mann. Vielleicht jetzt nochmal eine gute Kontermöglichkeit. Ah, oh, wo war der denn hin? Da habe ich schon wieder den Knüppel zu früh in die andere Richtung gedrückt. Mensch, und Sanchez kommt fast an die Kulle. Schade. Schürrle. Gut. Ah, wo? Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, kann ich nicht mehr spielen? Und er hat da gerade ein bisschen Glück, dass ich nicht hinkomme. Es fehlt wirklich gerade immer ein Schrittchen. Ein kleines Minischrittchen. Schürrle. Schürrle, langer Ball nach oben. Den kriegt er noch. Also versucht da mit Seitenwechseln jetzt so ein bisschen Platz zu schaffen. Klar, ihm fehlt ein Mann irgendwo. Dante kann klären, der Ball ist im Aus, gibt den Einwurf. Allerdings in einer Situation, wo man nicht gerne den Einwurf hat. Wenn man weiß, wie die Freistöße bei FIFA funktionieren. Die Einwürfe. Das ist nicht so wirklich schön da oben. Jetzt aufgepasst, bis drauf. Das gibt's doch gar nicht, aber der ist weg.
Also, 2 Minuten Nachspielzeit hat der Stadionsprecher gerade durchgesagt. Ich hoffe, das stimmt auch. Vielleicht wird es noch angezeigt oder auch nicht. Und dann ist hier erstmal Schluss. Och, war der schlecht, der Ball. War der schlecht. So viel Platz. Und dann sowas. Oh, Schürrle nimmt den gerade noch so an. Es ist vielleicht die letzte Chance in der Partie für ihn, um hier zum Ausgleich und damit in die Verlängerung zu kommen. Geklärt zunächst. Und jetzt ist Schluss. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Wir stehen im Halbfinale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft nach einem ganz schönen Kampf. Das zweite Spiel in Folge. Übrigens, das wir jetzt mit 4:3 zu gewinnen. Unglaublich. Und damit kriegen wir wieder ein Set, das wir aufmachen. Ich habe vorhin auch gesehen, wir dürfen für das Spiel, was wir in Anführungszeichen gerade noch gespielt haben, also wo wir den Gegner gefunden haben, der aber dann gleich abgebrochen hat oder was auch immer, haben wir zwar keinen Sieg bekommen, aber wir dürfen zumindest noch ein Pack mehr aufmachen. Sprich, ihr seht es da oben, wir haben jetzt 2 Sets, die wir heute beide aufmachen werden. Gucken wir mal rein, was wir drin haben. Ich denke, das können wir überspringen. Mit einem Spieler ist das nicht so eine Action. Den haben wir schon, Van Rien. Und den anderen werden wir wahrscheinlich auch haben. Ihr seht es, 1020 Spieler oder was. Das sind einige. Und da jetzt genau einen zu finden, den man noch nicht hat, das wird schwierig. Aber so ein Ronaldo, so ein Neymar, sag ich nicht nein. Raul Albiol, eigentlich auch nicht schlecht, aber ja, haben wir schon. Okay, dann würde ich sagen, mache ich noch schnell ein Päckchen auf. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück und damit würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst nichts. Und im nächsten Part gibt es dann das Halbfinale. Und hier haben wir mal wieder überhaupt gar nichts drin. Wir haben Podolski unter anderem, aber den habe ich schon. Und oben rechts seht das 1023 Spieler im Verein. Richtig krasser Shit. Also bald haben wir alle. In dem Sinn, wir sehen uns. Bis denn, bis zum nächsten Part. Euer Badeschlappen. Servus.